Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Motorvlog von mir auf dem Kanal. Und zwar gibt es heute die Auflösung vom FAQ. Ich habe jetzt glaube ich 2 oder 3 Tage gewartet. Ein paar Kommentare habe ich auf jeden Fall bekommen. Ich glaube es waren so rund um die 40 Stück. 41 Stück waren es glaube ich endgültig. Und ja, erstmal vorab vielen, vielen Dank für die ganzen fleißigen Fragen, die ihr mir unter das FAQ-Fragen-Antworten-Video gestellt habt. Somit kann ich halt dieses Video hier auch machen. Das heißt, ihr habt sozusagen das Video hier mit produziert, kann man eigentlich sagen. Ja, sieht halt vor. So. Fahren wir mal hier links rein. So. Und ja. Natürlich habe ich alle Fragen, die ihr mir gestellt habt, auswendig gelernt. Explorer oder Sweetfight. Und ja, kommen wir einfach mal zur ersten Frage. Explorer oder Speedfight? Da muss ich wirklich, ist ganz einfach eigentlich, die Antwort. Ich fahre ja Explorer zwar auch, fahre ja auch selbst gerade auch die Explorer GD5 Race, muss aber halt trotzdem sagen, dass ich die Speedfight, trotz dessen, Alter, Speedfight ist und bleibt einfach Liebe. Speedfight, Alter, das, keine Ahnung, also, würde ich mich jetzt entscheiden müssen, Real Talk, wäre natürlich Speedfight meine allererste Wahl, weil Speedfight ist einfach, ja, wie soll man sagen, optischen muss ich gar nicht anfangen zu reden, optisch ist das Ding einfach auch eine 1 Plus für mich und einfach auch, wie es sich fahren lässt, ist auch einfach geil, also auf jeden Fall die Speedfight. Kommen wir einfach mal zur nächsten Frage. So, die nächsten 2 Antworten bzw. Fragen sind von, ich glaube, der oder den coolen Typen. 2 Fragen. Zum ersten einmal, welchen Schein ich habe und zum zweiten, wie alt ich denn bin. Also, wie alt ich bin. Ich bin jetzt 17, ich werde jetzt 18. Und welchen Schein ich habe, Bruder? Kann ich dir jetzt einmal gleich kurz zeigen? Och, Digga, kann ich wohl doch nicht zeigen. Mann! Ach, Digga. Hier zeigen und zwar hier. Ich habe den 45er Schein gemacht und ja. Die nächste Frage ist vom Chaser und zwar, ob ich ein Motorrad mit zulegen möchte, beziehungsweise den 45er Schein machen möchte, beziehungsweise sogar noch höher machen möchte. Also klar, würdest du irgendjemanden fragen, ob er einen Motorradführerschein machen würde, sprich 25, ja moin, Pinker war die ganze Zeit noch an, 125er Schein machen würde, würde jeder ja sagen. Ob man es dann letzten Endes tut, ist dann wieder eine andere Sache. Also ich würde mir schon gern wünschen, dass ich den mache, aber ich warte erstmal noch auf das neue Gesetz ab, dass man mit Autoführerschein Motorrad fahren darf, mit ein paar Stunden. Und ja, dann mal schauen, ob ich den 25er dann mache. Oder nicht. So, die nächste Frage ist, ob bzw. was mit der Speedy ist und ob ich sie fertig mache und wenn ja, ob ich darüber dann ein Video mache. Auf jeden Fall werde ich die Speedway wieder fertig machen bzw. komplett lackieren, restaurieren, alles drum und dran. Also ich werde an der Speedy wirklich alles machen, von Lackierung und. Jetzt kommt das Geile und zwar werde ich das Ganze in Videos, in verschiedenen Videoparts, Teile dann hochladen. Das heißt, in dem ersten Part werde ich wahrscheinlich die Ölpumpe einstellen, austauschen, reparieren, whatever. Mittlerweile läuft aus der Speedfight Öl unten aus und ich glaube, entweder ist da irgendwo ein Leck oder halt, ja, die Ölpumpe ist kaputt. Da muss ich mich auf jeden Fall noch beschäftigen. Wer einen Bauplan von der Speedfight 2 hat, beziehungsweise wie die Ölpumpe aussieht, kann mir das bitte gerne mal über Instagram schicken. Mein Instagram-Link ist verlinkt in der Videobeschreibung unten. Und ja, auf jeden Fall werde ich die Speedfight restaurieren, komplett wieder reparieren und dann in verschiedenen Parts hochladen. Nächste Frage ist von Melissa und zwar, wie läuft Schule? Ja gut, also was soll ich Thema Schule sagen? Corona kickt erstens und zweitens zum Glück nicht mehr lange in die Schule. Und ja, da passt auch perfekt eigentlich die nächste Frage zu Thema Schule nach der Schule. Beziehungsweise die Frage ist, was ich denn für eine Ausbildung mache. Und zwar meine Ausbildung, die ich mache, vielleicht kennt das irgendjemand, vielleicht auch nicht. Ich mache meine Ausbildung als Konstruktionstechniker. Wissen die meisten wahrscheinlich nicht, was das ist.
Das ist einfach alles, was mit Konstruktion zu tun hat, ist aber nicht so was Ähnliches wie Architekt. Nächste Frage ist auch sehr, wie soll man sagen, eine interessante Frage. Um wie viel habe ich die Explorer GT50 gekauft, also dieses Schätzchen hier? Und ja, da kann ich jetzt mal ein Foto vom Preis einblenden, wenn ich eins finde, beziehungsweise von der Rechnung. Ich habe für den Roller an sich 999 Euro bezahlt, plus Versicherung, aber sonst Roller für 999 Euro. Werde ich euch jetzt hier einblenden. Ja, kommen wir mal zur nächsten Frage. Der ist auch ein Explorer. Ich glaub's nicht. Der ist der Explorer, Bruder. Muss los. Ehrenmann. Ich habe einen Bruder gefunden. What the fuck, Mann. So, die nächste Frage ist, glaube ich, vom Blockinator. Erstmal Gruß und Kuss. Allgemein Gruß und Kuss, Leute, an die ganzen Fragen, die ihr mir gestellt habt. Die nächste Frage ist, was war das teuerste, was ich mir jemals gekauft habe? Digga, das ist echt eine echt komische Frage, beziehungsweise auch eine sehr, sehr interessante Frage. Das teuerste, was ich mir jemals gekauft habe. Boah, Digga. Ich glaube, das war die GoPro. Also, was ich jetzt selber bezahlt habe oder halt, was ich von meinen Eltern bekommen habe, ne? Aber ich glaube, die Frage ist einfach damit gemeint, was war das teuerste, was ich mir jemals gekauft habe. Dann würde ich Real Talk sagen, Leute, die GoPro, die habe ich jetzt für 250 Euro gekauft. Plus Halterung und so. Sehr, sehr viel Krimskram. Also, das teuerste, was ich mir jemals gekauft habe, war GoPro, ja. Ja, tatsächlich einfach die GoPro für 250 Euro. Und ja, nächste Frage. So, die nächste Frage auch sehr, sehr interessant. Was war die Höchstgeschwindigkeit, die ich auf dem Roller hingelegt habe? Meine Höchstgeschwindigkeit war, glaube ich, 78 km/h ungefähr. Das war sogar mit der Speedfight. Ja, 78 km/h müssten das ungefähr gewesen sein, die ich dann. Ja, doch, 78 km/h kommt hin. Doch. 78 km/h sollten es gewesen sein. Und es ist so windig. Ich werde wahrscheinlich hier kurz einen kurzen Cut reinsetzen. So, jetzt sind wir an der Ampel. Jetzt sollte es nicht so windig sein. Die zweite Frage, was war das denn? Habe ich das noch im Kopf? Ja, genau. Abo-Special. Ja, Abo-Special kommt bei 100 Abonnenten, Leute. Das heißt, teilt gerne, kommentiert gerne. Wir sind kurz vor den 100 Abonnenten. Wir haben jetzt, glaube ich, 98 oder so. Es ging echt übelst schnell. Also die Abo-Zahlen in den letzten Tagen. Tschusch, Bruder. Die ging so durch die Decke. Das war komplette Eskalation. Und ja, wie lange ich noch YouTube mache, ist auch eine Frage von OMGLP. Je nachdem, wie ich Bock habe, ne? Aber jetzt erstmal werde ich es mir als Hobby machen. Klar, keine Frage. Erstmal als Hobby. Und ja, so lange, bis ich Bock habe. Beziehungsweise so lange, bis ich keinen Bock mehr habe. Haben mich jetzt gerade echt zwei Opel überholt? Ich glaube das nicht, Digga. Die Speedfight muss wieder fertig gemacht werden, ich sag's euch. Die nächste Frage ist auch sehr, sehr interessant, und zwar wie weit, also es ist ja übelst windig, deswegen mache ich die Frage jetzt hier. Hab natürlich auswendig gelernt. Huch. wie weit ich mit einer Tankfüllung komme, das kann ich so gar nicht sagen, da ich mich mit Kilometerständen und sowas alles gar nicht auskenne. Ja, wie weit komme ich ungefähr? Kann ich so gar nicht sagen, weil ich mich mit Kilometer leider echt nicht auskenne. Tut mir leid, die Frage kann ich nicht beantworten, aber ich habe, glaube ich, 6 Liter hinten drin, kann man sicher ausrechnen. Wer sich also damit auskennt, gerne ausrechnen in die Kommis damit, und dieses Kommentar werde ich dann anpinnen. Ja, Leute, das soll es auch schon von diesem kleinen FAQ-Special gewesen sein. Bei den 100 Abonnenten-Special, ich habe mir was wirklich Krankes überlegt. Ich weiß, das sagt jeder YouTuber. Boah, Bruder, beste Idee, ballert mal hier bei 60.000 Likes, Bruder. Bei mir sind es 3 Likes. ich habe mir wirklich was Geiles überlegt und ich glaube, das wird euch auch gefallen. Was es ist, werdet ihr natürlich nicht erfahren. Jetzt mache ich einen auf 31er, denn wir müssen ja erstmal die 100 Abos knacken, ne? Und ja, abonniert mich jetzt bloß nicht mit irgendwelchen Zweitaccounts oder so, weil, Leute, das bringt gar nichts. Weil letzten Endes, ich habe einen Gaming-Kanal, da war ich aktiv, dann wieder unaktiv, und da muss ich echt sagen, da habe ich jetzt 1030 Abos drauf und auf meinen Videos vielleicht 50 Aufrufe oder so. Das ist halt echt schade und auch ein bisschen unangenehm mir gegenüber. Also für mich ist es einfach unangenehm.
Wenn ich da Kommentare halte, hey, Digga, safe Abo gegen Abo und so gemacht, guck mal deine Abonnentenzahl an, wie viel Klicks du hast. Deswegen macht nicht mit irgendwelchen, Fake-Accounts jetzt hier die zwei Abos noch voll, weil letzten Endes, Leute, das bringt nichts, so wisst ihr. Wenn ihr jemanden habt, der mich wahrscheinlich feiern würde oder mögen würde, weil er selbst auch Roller fährt, so, dann könnt ihr das Video natürlich gerne an euren Freunden teilen, aber jetzt nicht irgendwie extra mit zweiten Account oder so abonnieren oder so, weil das bringt nichts, Leute, das bringt nichts. Da tut ihr mir und euch selber auch keinen Gefallen, weil ihr unterstützt sozusagen dann, ja, wie soll man sagen, ihr unterstützt sozusagen das, dass ich viele Abos habe, klar, bin ich euch dankbar, aber letzten Endes, es bringt mir nichts, wisst ihr, wie ich meine, deswegen macht das bloß nicht. Wenn jemanden kennt, der mich feiern würde, weil er selbst so behindert ist wie ich, so, dann könnt ihr natürlich gerne dieses Video an eure Freunde teilen, beziehungsweise den Kanal. Und das soll es auch schon wieder von diesem kleinen Vlog gefallen. Ich kann wieder nicht reden. Das soll es auch schon wieder von diesem kleinen Vlog gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, natürlich eine Bewertung da lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, Däumchen nach unten und am besten Tipps und Tricks in die Comments. Das war euer Schnolli. Haut rein und ciao.